auf türkischer Schrottplatz unterwegs. Ja, aber wie gesagt, wir nutzen Papierstrohhalme. Er schmeißt die Kiste jetzt an. Oh! One Kontakt. Ja. Einmal gedreht. Ja. Ein Kontakt. Ja. Komplett Boyaishi. Was kostet eine Komplettlackierung von euch gerade? Yes, yes, this one. This. Yes, 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 yes. Erwin. Man. Guten Tag, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir zu unserer kleinen türkischen Reise. Ich hoffe, ihr habt alles letzte Video gesehen, wo wir unseren Mietwagen zu Schrott gefahren haben und dann hier in der türkischen Werkstatt haben reparieren lassen. Dieses Video knüpft jetzt direkt daran an. Wir waren jetzt nochmal im Sanayi, im türkischen Autoindustriegebiet, wollten nochmal eine Waschanlage finden, wo wir das Auto nochmal waschen können, sind nochmal allgemein durch Sanayi gefahren. Ich würde euch viel Spaß damit wünschen. Let's go, ab in Sanayi. Überleg mal, was wir für Hallen in Deutschland haben und hier sind das wirklich einfach nur so Blechhütten. Das hieß ja schon auch nur so Blech oben. Ah. Abi! Mashallah, Abi! Er hat sich gefreut. Jawohl! 500.000 Euro Auto. Hier in der Türkei. Boah, jo! Geile Kiste. Da ist mir wieder geschweißt. Das war der Tofosch? Ja! Hier zieht mir Dacia rein. Wow! Gecrashed. Polo. Alter. Was ist denn da passiert? Ja, voll gegen gedonnert, ne? Willst du mal die überschlagen? Beim Dacia? Der guckt doch mal. Ja, oder was? Ja, safe. Felgen, Lackiermann. Guck mal rein. 124. Wow! Noch einer hier. Wow, nee, aber guck dir mal die Felgen an, Alter. Die sehen geil aus, ne? Ist gut los? Ja, ich glaube, das sieht man. Fahr mal ran. Kostet doch nichts. Junge. Das ist es. Fertig, die Kiste. Hier, kennst du das auch? Ja, das sind die. Jetzt musst du die Szene einblenden, wo wir das Auto schon mal gesehen haben. Die Szene kommt jetzt. Feuer halt das, ne? Guck mal hier, das ist auch interessant. Da wird ein Motorblock gerade erstmal. Siehst du das? Ja. Die Ölwanne wird erstmal mitten. Also liebe Grüße ans Umweltbundesamt an dieser Stelle. Das war die Szene mit dem Umweltbundesamt. Das darfst du keinem erzählen. Nee. Aber das Gute, in Deutschland nutzen wir Papierstrohhalme und wir nutzen keine Plastiktüten mehr beim Einkaufen. Wir tun was für die Umwelt. Ja. Das ist ganz wichtig. Und Erdwärmepumpen nicht zu vergessen. Ey, die spachteln hier die ganzen Autos. Kann das sein? Da war gerade ein Auto voll mit Spachteln. Tja. Hier wird Motor ausgebaut. Ich hab kurz das Ding fertig gemacht. Was räuscht du hier oder was? So einen schönen Wurzler. Merhaba. Der hat auch was drauf bekommen. Da ist das Dach auch auf jeden Fall platt. Hier werden die ganz dicken Kisten gemacht. Porsche, Maserati. Alter. Ja, auch steht irgendwie ein BMW drin. Aber hier waren wir noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Das gefühlt ist so ein neues Industriegebiet, ne? Weil alles relativ neu ist. Das letzte Video war schon, wie wir hier einmal durchgefahren sind. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Da waren wir hier in diesem Abteil von dem Sanayi, von dem Industriegebiet, Autoindustriegebiet, aber gar nicht. Das kennen wir noch gar nicht. Ja. Wolfsburg Halle 8 lässt grüßen, Alter. Halle 7, Halle 8. Und schwarze Scheiben. Hyundai i20.
Ja, aber schon ein Dolium. Schon ein Dolium. Bin ich? Schon ein Dolium. Eben Dolium. Ah, warte. Yes. Ah, evet. Okay, teşekkürler abi. Ama bak şurada hemen sol tarafta ya yıkama dağı var. Evet. Alta baş. Evet. Ah, teşekkürler. Kolay gelsin. Was hat er gesagt? Um die Ecke oder was? Er hat gesagt, jetzt ist gerade keine Zeit mehr. Der kriegt hier gleich noch einen Lamborghini rein. Jetzt für so eine kleine Karre jetzt keine Zeit. Wir sollen mal zusammen einen Kumpel fahren, der macht die kleineren Autos. Die Hyundai. Hyundai. Das sieht gut aus. Otto Yikama, E&M Auto. E&M? E&M. Ich will noch ein dreckiges Auto. Richtig, aber schwarze Scheiben wie gegen Mitternacht, Junge. Das kostet Auto was. Araba yıkama ücreti ne kadar? Haydi. Okay. 150 Telle sind 5 Euro. 5 Euro. We have Euro. Okay. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. 5 Euro. Okay. 5 Euro. Hast du 5 Euro dabei? Ja. Achso. Weil ich habe nichts mehr dabei. Okay. Die Frage ist, hat er verstanden, dass wir es jetzt wollen? Na? Aber ich glaube schon. Ja, doch, warte. Aber ist 5 Euro jetzt teuer? Für ein ganzes Auto was? Also für 5 Euro machst du halt in der SB was selber. Genau, ja. Ne? Wenn da 5 Euro überhaupt reicht. Aber so kann sich der Vermieter da freuen vom Auto. Ja, also eigentlich müssten wir es nicht, aber wir machen es jetzt eigentlich so ein bisschen auch für euch, damit ihr ein bisschen Content habt. Oder Leo Content. Lukas, sind wir ehrlich, Lukas hat einfach Bock drauf. Ja, ich sehe das immer bei Mel. Spurvermessung. Wo, hier? Alter. Messmatic. Spurvermessung auch noch machen? Mach. Schreib mal in die Kommentare. Eins in den Chat. Jetzt geht das Fenster nicht hoch. Jetzt brauchen wir noch einen Elektriker. Merhaba. Guck mal, richtig sogar mit Chemikalien und so. Felgenreiniger. Ja, ja. Während die Habubs jetzt mal das Auto waschen, gucken wir uns den Kollegen jetzt nochmal an. Ganz, ganz fette Felgen. Alter, Maybach. Ach du Scheiße. S-Klasse Optik, Scheinwerfer auf einer 213er E-Klasse. Was sind das für asoziale Felgen? 245, 35, 20 Zoll. Alles schwarz, alles schwarz. Das hier ist auch Chrom, Maybach Optik. Maybach Heckstoßstange Optik. Weißt du, wie bei so einem Maybach, bei so einem 600er.
Und dann auch einfach. Und dann hier die Maybach Optik Stoßstange. Und das habe ich aber noch nie gesehen. Hat man ja schon mal öfters gesehen, ne? 2013er Umbau auf Maybach Optik. Aber 222 Facelift Scheinwerfer Optik auf dem 2013er. Bruder, ja, ich fahre Maybach. Guck mal. Guck dir mal die Scheinwerfer an. Sondermodell, ne? Aber ohne Scheiß, damit bist du ein richtiger Chef hier. Safe. Geile Karre, mein Auto-Highlight. Lukas! Gleich nochmal schön essen gehen im Üner-Restaurant. Jo. Schönen Morgen dann auf dem Strahl nach Hause reiten. Ohne Sun Express, sondern direkt auf dem Strahl. Schön nach Hause fliegen. Guck mal, den Honda Civic will ich noch angucken. Ja, aber. Hey, Junge, was ist das denn für eine fette Kiste hier? Junge! Das geht ab! Junge! So weit stehen die Dinger raus. Akrapovic natürlich! Boah, mehr geht nicht, ne? Und hier sieht man dann so leider ein bisschen die Schattenseite. Hier ist überall so ein bisschen Moos drauf. Da hinten kann man ein bisschen Wasser sehen, aber man sieht, es ist auf jeden Fall nicht klar. Und hier wird einfach alles an Plastik und Müll reingeschmissen. Ne? Und ich will auch nicht wissen, wie viel Motoröl und anderes Zeugs da drin ist. Lukas steht da hinten am Auto. Ich gehe nochmal kurz runter, schauen wir ein bisschen kurz die Kisten an. Working! No, you work here? You work here. Arbeiten? You? Dankeschön. Ja, gerne. Teşekkürler. Kolay gelsin abi. Teşekkür, ben teşekkür. Sağ ol. Teşekkürler. Ya? Bamba gibi. Bamba. Bamba? Bamba gibi. Mercedes. Ha, Mercedes. Mercedes. CL500. Ya. Teşekkür. Nee, ich hab keinen Stress. Was war los? Das waren meine Amis. Was haben die gesagt? Keine Ahnung, was die gesagt haben. Er sagt Brumm Brumm. Ah, okay. Das versteht man. Das ist ja international. Ja. Hier musst du mal runtergucken. Ja, aber wie gesagt, wir nutzen Papierstrohhalme. Ich habe mir erstmal, kleiner Funfact, 400 Plastikstrohhalme gekauft, die ich mit nach Deutschland nehme. Toffasch, man denkt von außen richtig abgefuckter Toffasch, aber dann hier hinten Pionier, so eine Soundanlage drin. Ich habe denen dann mein Tattoo gezeigt, gesagt Mercedes. Brumm, brumm. Ich würde behaupten, die Heckscheibe fliegt raus, oder? Aber richtig brav. Alter. Ich bin ja nicht so im Audi-Game, ich weiß nicht mal, welches Modell das ist. Audi 80, Audi 100 oder so. Guck dir das mal an. Das Auto ist fertig. Das Auto ist einfach fertig. Das ist Frankfurt, Alter. Komm. Wenn Lukas fertig ist, dann wird er schon kommen, ne? Ich laufe ja einfach gerade ohne den durch die Gegend. Boah, 328i E36 Cabriolet. Sieht nach einem Hardtop aus. Wisst ihr, was die Kiste wert ist, Alter? Frankfurt frisch TÜV, Junge. Oh, ich glaube, das ist sogar ein M-Paket, oder? Junge, der kriegt hier einmal eine schöne Komplettlackierung für den Tausender. Hier sind irgendwelche Knochen, Digga. Sieht aus wie Hühnerknochen. Aber ein Frankfurter Kennzeichen angemeldet. Lederausstattung, oh, leider Automatik. Aber 328, Junge. Das Gerät ja.
203 Mercedes. Einmal ausgeschlachtet. Boah, hier stinkt es ganz schön in der Ecke. Junge, Junge, Junge. Auf türkischer Schrottplatz unterwegs. Merhaba. Hat auf jeden Fall kein Original AMG, keine AMG. Nein. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall Formop, ne? Eleganzpaket. Eleganzpaket, ja. No AMG. Ja. Du musst die andere Seite mal zeigen, weil der hat richtig einen Treffer gehabt. Ja, okay. Aber ohne, wie heute noch, ohne Hut? Ohne. Genau, musst du mal umgehen. Weil der hat richtig einen Treffer gehabt. Oh, okay. Der hat einen Ruf bekommen. Original AMG. Also er sagt jetzt, das ist ein originaler AMG, aber wir wissen natürlich, dass es kein originaler ist. Warum ist es kein originaler, Lukas? Allein der Innenraum. Keine AMG, der Einstieg. Nichts kostet. Guck dir mal die Bremsanlage vorne an. Ach so. Ja. Er hat doch kein AMG Tacho. Tele. How much? Used. Wir fragen jetzt nach dem Preis für das Auto hier. 100.000. Okay. Das ist 100.000 Telekom. Ja, 3.000 Euro. Nein. Ja? Nee. 3.000 Euro, ja. Muss gut wegen lackieren, ne? Ja. Auf jeden Fall, das ist... Oh. Da, 63er Stoßstange. Ja, die sind ja auch alle platt. Ja. Aber es ist kein originaler AMG, oder? Nee, ist auch nichts im Tacho. Guck mal, nicht sogar schlechte Ausstattung irgendwie, ne? Oh, guck mal hier. Ja, guck mal, Lukas, die ganze Stoßstange ist platt. Unten hier. Ja, aber ist kein Problem. Also er sagt AMG Bremsanlage. Die Leute können jetzt in die Kommentare schreiben, ob das ein Original ist. Ich würde sagen, die ist genauso original wie meine Birkenstock-Sandalen. Krass. Das original Wolfsburg. Hier, I'm from Wolfsburg. Hier. Nostalgie, türkische Nostalgie. Yes, yes, yes. Oh. Hier sind Schätze in der Türkei. Die Abkürzung. Er baut doch gleich. Yes, yes, yes. Er schmeißt die Kiste jetzt an. Oh. One Contact. Einmal gedreht. Ja. Ein Contact. Ja. Aber alles gespachtelt. Nein. Aber deutsche Wertarbeit. Mashallah. Mashallah. Paint job complete, oder? This Deutsch name, this. Ja. Wirklich Chamul. Was war das? Kotflügel. Kaporta paint. Kaporta paint. Ombin. Komplett? Mini. Ah, Mini. Preis. Okay. Ombin. Komplett Boyer? 1, 2, 3. 10.000 Tölle sind 300 Euro. Ombin. Komplett Boyer ist hier. Was kostet eine Komplettlackierung von Komplett euch? Lackierung? 70.000. Rechnen wir kurz. Durch 30. 2, 3. Pint. Ja, ja, komplett. Yes, yes, yes. Komplett. Wow. Und hier? Audi? Audi. Standard. 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 Audi. Okay. Ah, original. One, two, three. Ja, warte. Ja. Hier ist geil, wa? Ja. Er war zuerst ein bisschen sauer, dass du gefilmt hast. Dann habe ich ihm gesagt, dass du halt YouTube machst. Und, ja. Oh. Aber ich finde, du siehst, wie stolz die sind. So, ne? Der holt extra die Felge für uns. Piano Black. Piano Black, mashallah. Original. BMW. Wie viel kostet eine Felgen komplett lackieren? Warte. Was kostet es, diese Felge lackieren zu lassen? Fragt er jetzt. Wie viel hat hier? 3. Ja? 3.000. 3, 4. Like, zero. Ja?
30. Genau, durch 30 sind 100. Also wie in Deutschland. 100 Euro. Also hier. Vor. Vor? Oh, vor Dirt. Dirt. Dirtwege? Dirt Schand. Ja. Durch den Dirtbeam. Und Opak-Bein. Yes. Opak-Bein, nichts Metallic. Piano-Bilek. Ja. Tri. Üch-Bein. Ja. Metallic, Basket-Bein. Okay, ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das können jetzt die türkischen Zuschauer unter euch mal reinschreiben, ob er gesagt hat, jetzt pro Felge oder für alle, aber ich kann glaube nicht für alle. Audi Problem. Audi Money. Ah. Problem. Ah, das, okay. Jetzt verstehe ich das so, dass Audi ist immer dass, Problem. Dass der Typ hier kein Geld hat und die Lackierung. Ah. Unfall. Was ist das? Was ist das? Tür. Door. Tür. Ein Door. Eine Tür kostet? Ja, original. Original. 40.000. Ja. 40.000. Original. Wow. 1.300 Euro für eine Audi-Tür. Original. Seitenteil, ja? Ja. Muss gemacht ja, werden. Oh, ja. 30.000. Ja. Also auch so um die 1.000 Euro, ja. Also ja. Beide Ersatzteile. Was? Auto? Autowert? Das Auto hier mit ja. Unfall? Warte. Mit Crash? Toplam, total. Wie war mal dieses? The whole car. Total. Evet, bu araba Türkiye'de ne kadar? 2014. Jetzt fragen wir, was das Auto mal in Türkei kostet. 70. 700.000. 700.000 Fälle. 23.000 Euro. 1 Million. Ah, bis 1,1 ja. Millionen. Million Gebrauch. Arada. Okay. Gebraucht 36.000 ja. Euro. Türkisch. Problem. Türkisch yeah. Car. Expense. Sektor. Car Sektor. Problem. Problem. Yeah. Problem. Ja. Jetzt fragen wir mal, was so ein G63 kostet. Das, ich glaube, das Beispiel hatten wir doch, ne? G63, ja. Ah, Mercedes. Wo? Bin One minute, please. Audi A4 B8, wenn mich nicht alles täuscht. Mit Tür und komplett Seitenteilrille. Und hier kommt schon der Spachtel. Hier ist auch schon wieder gespachtelt, Leute. Ne? Das heißt, der hat schon mal einen Treffer gehabt. Das hier so hier Facebook Marketplace. Mercedes. Also Mercedes. CL500. Schummer. What? Okay, ich glaube, es gibt es aber nicht hier. Natürlich gibt es ein CL hier. Wir buchen mal nur 10. Nur 10, 10. Ach. Oder? Diese. Da. 2,5, also 2,55 Millionen. Was ja. Kostet Ami Reimport? Einen. Kitrillion. Oh. 85.000 Euro. 85.000 Euro? Für ein 2000er. Ja. 2000er Modell. 85.000. Ja. Oha. Das, ja, oha. Yeah. Oha. Guckst du? Eine. Hier, Abi. Abi. Okay. Ah, diese. Ah. Ah. Schöne Japanen. Ja. Yeah. From America. Yes, yes, this one. This. Yes. Gördün mü? Aynısı çıktı. Arkadaş, arkadaş. But problem, car sector, Turkish car. Yeah, yes. Sector. Why? Because of insurance? Erdoğan. Ah. Problem Erdoğan. Yeah, luxury. Yeah? Yeah. Luxury. Problem Erdoğan. Mama, ich will mal G63 eingehen. Digga, ein 215er CL500 Amire-Import laut den Zierleisten kostet hier 85.000 Euro. Also im Verhältnis, ne? 2,5 Millionen türkische Lira. Ah, haben die nicht, gibt's nicht noch. Jock. Ah, 9,5. 9,5 Millionen. 2020. 2400. 9,5 Millionen? Ja, 5 Millionen. Ja. In Euro? Ja. 316.000 ja. Euro. Ja. Das kostet für einen 220? Der kostet ja in Deutschland 150 wahrscheinlich. Alter Schwede. Ja. Aber das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, dass das so teuer ist. Ja, wegen Steuer. Ja. Steuer Problem, so. Problem. Türkei, Problem. Ja. Araber, Problem. Ja. Jetzt wollte ich wissen, was kostet dieser CLK da hinten? In Deutschland? Du kriegst einen ab 3.000 Euro. Ab 3.000. Rechnen Sie das mal aus. Ja. Siehst du? Abi. Alma? Doch, Sammy. 0 Kilometer. 0 Kilometer. No. Used. Ha, doch, Sammy.
Roxanne Euro. Und this one, was kostet ein Audi? Was ist das Audi? 10 Mille, 10 Mille. 13 Euro. 13 1000 Euro. Deutschland. No. Euro? Wo? Euro. Ich. Ja. Ah! Ja? Ja, ja, ja! 3000. Und sowas hier, was kostet so ein Ding? 8 oder 10.000 Euro. Euro? This one. Take it. Komplett. Ja. Wir erzählen ihm gerade, dass. Zeig ihm mal ein Foto von deinen Autos. Du hast eine C-Klasse, du hast einen C63, der kippt um, der denkt, du bist Millionär. Original. Original. How much? Euro. Euro match. Euro? 65. Hab ich euch jetzt nicht gezeigt. Abgespecht. Okay, zeigt ihr mir wahrscheinlich sein Auto. Abgespecht. Scharfe. Okay, rechnet das jetzt vor? Türkisch. Türkisch. Ja, ja. Komm, ja. Okay. Das. Ah. 2 Millionen. Ja. 2 Millionen. 8000 Euro. Bu. 8000. Ja? 8000. Yes. Çarpı 30. Yes. Yes. Ah. Hep ben foto var. 240 bin. Bak. Çip. Bak. 240 bin. Bu. Evet. Okay. Er sagt gerade, wenn so ein Audi A4 8000 Euro kosten würde, er wird den so easy kaufen mit Karte. Tja. Lukas zeigt jetzt dem Türken seinen C63 AMG. W8. Ja, W8. Ja, V8. 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 Zylinder. Yes. AMG. 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 Ja, AMG. Ben Fanatik. SQ6, SQ8. 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 Yes, yes, yes. You said? Then we call number. Ah, okay. Also das ist dein Lieblings. Ja, 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 ja. SQ6. Super. Ah, Maserati. W12. Yes. Audi. Audi, ja. Okay. Also er steht auf Maserati und Audi, finde er gut. Wow. Ich glaube, unser Auto ist fertig. Ja. Nehmen wir noch nicht. Maşallah. Abi. Tamam, memnun oldum. Tamam. Teşekkürler. Benim adım Lukas. Lukas. Senin adın? Benim adım Ufuk. Problem. Ufuk. 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 Er heißt Ufuk. Okay. Ufuk. Horizont. 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 Ah, okay. Horizont. Yes? Jetzt müssen wir eigentlich nochmal so ein Ding zeigen. Du musst jetzt seinen YouTube-Account zeigen, dass er guckt. Lukas. 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 Mein Name ist Lukas. Leon. 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 As. Leon. Leon. As. Leon. 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 Classic German name. Ja, German name. Lukas Classic. Türkisch Leon. Aslan. Ah, Aslan. Arabic Asset. Okay. Arabic. Number one name. Ah, siehst du? Da. Leon, Arabic name, Asset. Number one, Asset. Okay. Ah, okay. In Germany, a lot of Turkish are Mohammed. 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 Mehmet. Turkish Mehmet. 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 My father name, Mehmet. Ah, okay. Mehmet. Tabi. Jetzt sag ich. Ich glaube, in dem Pass steht immer drin der Name von dem Vater. Das ist immer so. Okay. Das ist hier so üblich, auch wenn du einen Vertrag abschließt. Guck mal, der zeigt dir doch hier. Mehmet. Mehmet. Immer den Baba. Genau, Mehmet. Immer der Vater. Ja. Der Vaters Name ist immer wichtig. Auch wenn ich habe hier mal eine SIM-Karte gekauft. Muhammad. Genau. Ja. Immer den Namen vom Vater eingeben. Okay. Leon. Leon. Ja. Asset. Number one name. Yes. Lukas Busch. Lukas Busch. Normal. Okay. Das ist so cool, ey. Sagen wir nochmal deinen YouTube-Account? Ja? Und dann YouTube-Account, my YouTube. Moody. 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 Genau. Moody. Cars. Moody Cars. Yes. New video, you also. Send video. Ah, ben video. Yes. Evet. Moody. Google'dan mı gireyim? Google, YouTube. No, YouTube. Bir saniye. Evet. Ne dedi YouTube? Tamam. Gehen wir das mal hier ein, ne? Jawohl. Moody Cars. Da ist der Abe. Oh! Abonne ol. Abonne ol. Oh, abonne ol. Abonne ol. Abonne yaptım. Und Glocke aktivieren. Leon. Yes, me. Check yes. Ah.
Tamam. Tamam. Yeah. Approved. Tamam, Leon. Tamam. Yeah. Oh. Tamam, gut Leon. Okay. I'm really this. Tamam. Tamam, ben izi akşam abend video gucken. Yeah. Good. Tamam. Yeah. Thank you. Abi, tamam. You, abi. Tamam. Ben hep çalışırım. Teşekkür ederim. Tamam baba. Teşekkür ederim. Türkçe selam. Gel. Selam. Selam. Ah, söyle. Evet. Şöyle. Ah, Türkçe selam. Okay. Musab söyle. Evet. Men selam. Men. Evet. No woman. No woman. Mm, woman. Okay. What? No, not, no. No. Okay. Men. No okay. Woman. Okay. Erkek. Like, erkek. Erkek. Okay. Abi. Tamam, görüşürüz. Abi. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Bye bye. Yes. Bye bye. Bye bye. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow. Er war richtig pissig. Du warst hinten. Du hast einfach gefilmt. Er sagt, was filmt er da? Er hat mich auf Türkisch wieder angesprochen. Er sagt, du bist doch Türke, du bist Araber. Sag ich, nein. Doch, aber deine Eltern. Sag ich, nein, meine Eltern sind, soll ich mal Polnisch? Ich habe eigentlich polnische Wurzeln. Okay. Ja. Ich sag, hier mein Freund, verrückt hier mit Tattoo und sowas. Und dann kam er, dann kamst du hier wieder. Ja. Da war aber auch alles easy. Okay, okay. Dann habe ich gesagt, wir sind Mercedes, wir machen YouTube. Und ja, okay, dann waren die richtig happy. Ah, geil. Wow. Was eine Erfahrung. Du reist über die Erde und machst solche Bekanntschaften. Er war doch richtig korrekt, oder? Er war der geilste Typ überhaupt. Ey, wir haben uns den komplett mit über Autopreise unterhalten. Guck mal, unser kleiner Mietwagen glänzt auch wieder. Wow. Hier drin? Ah, hier drin hat er aber nicht sauber gemacht, okay? Nee. Nur das kleine Programm gekommen. Nur das kleine, die Nummer 1. Die Frauen meckern schön, die haben Hunger. Digga. Das ist eine aber Erfahrung. Aber ganz ehrlich, aber das ist doch Hammer, oder? Das ist eine Erfahrung. Hat da noch nichts mehr mit Touri zu tun. Nee. Ne? Du das gehst rein in die Arbeiterleute, du redest mit denen, ja. Du sprichst mit denen, sagst, was sind deine Probleme, die Preise sind zu teuer. Aber weißt du, was verbindet? Was? Es gibt eine Sprache und das ist Leidenschaft und Hobby. Und also das Auto. Da, Auto ja, genau, in dem Auto. Fall. Das, unser Hobby ist ja, ja Auto, ja, ja, die ja. Leidenschaft auch und bei ihm doch auch. Ja, ja, ja. Alter, unfassbar. Aber seht ihr mal, was ich in einem anderen Video gesagt habe mit diesen Preisen. Ja, ja, das stimmt, was du gesagt hast. So ein CL, 80.000? Ich dachte, die Leute sind cool damit und sagen, okay, dann können wir uns das halt nicht leisten. Ja. Er sagt, richtig abfuck, ihn stört das, dass die Preise von Erdogan einfach so teuer gemacht worden werden. Und das ist ganz schön gefährlich, ich sag mal, sich darüber zu äußern. Er hat gesagt, leise. Genau. Also das ist halt, das ist echt ein ganzes, ganz großes Problem hier. Krass. Erdogan tut viel für die Leute hier. Also wenn man die fragt, auch die Deutsch-Türken, ne? Viele sind cool. Aber klar, aber sowas ist natürlich krass. Der wird sich niemals sein Traumauto, so ein SQ8, leisten können. Niemals. Ja. Also das ist unmöglich für ihn. Er hat gesagt, wenn so ein Audi A4 10.000 Euro, er würde sofort mit Karte bezahlen. Ja. Hast du mitbekommen? Ja. Ey, krass. Das Ding ist, du kannst dir ja nicht mal was Gutes tun. Er sagt, pass auf, ich bringe dir so ein Auto hierher. Du kriegst ihn hier ja gar nicht eingeführt. Richtig, das ist ja schon das Problem. Ja. Also von daher echt heftig. Und wie gesagt, klar, für den ist das vielleicht sogar ein originaler AMG, der da steht. Hätte er gesagt, das ist ein originaler CLK-AMG. Ja, hat er gesagt. Vielleicht kennt er. Also er war davon überzeugt. Er war davon überzeugt, ja. Aber das sehen wir ja auf dem ersten Blick, das habt ihr auch sofort gesehen. Ja. Er sagt, oh, original Kaliper, also AMG Bremssättel. Ja. Kaliper. Das war angemalt hier mit, wie heißt denn das? Hier mit Foliatec. Das sah aus wie ein ganz anderer Bremssattel, ehrlich gesagt. Ja, das war eine ganz kleine Bremse. Ich sage, das war ein CLK 240, illegal aus. Genau, Lock Balance. Hier ist er. Das war weiter. Krass. Nee, aber ganz ehrlich, das war doch mal jetzt eine. Das war so ein Schicksal, dass wir heute da in die Berge gefahren sind. Ja. Und wir uns das so ein bisschen kaputt gefahren haben. Mega. Das ist krass. Geil. Das war eine geile Erfahrung. Das war eine richtig geile Erfahrung. Und das ist das, was wir eigentlich im anderen Video machen wollten. Genau. Ja. Aber du musst den Leuten erstmal warm werden, denen erklären, weil viele sind skeptisch hier gewesen. Ja, ne? Wir wollen denen ja nichts Böses. Wir wollen mit denen sprechen. Genau. Ich hab ihnen auf Deutsch geschrieben, wir interessieren uns für eure Arbeit, wir finden das spannend. Ja. Und dann hat er gesagt, oh, guck mal hier, CLK. Und dann habe ich dich ja dazu geholt. Ne? Ja. Mega, geil. Wow. Boah, ich würde jetzt sagen, was zu essen holen? Ja, ab in den Pool. Wir wollten eigentlich ganz nach Pooltag machen. Es ist 16 Uhr, wir waren jetzt hier 3 Stunden im Industriegebiet. Aber geil. Junge. Lukas und ich waren so geflasht von diesem Türken. So, so krass, was der uns alles erzählt hat. Und ich habe jetzt nach dem Urlaub wieder richtig frische, neue Motivation, YouTube-Videos hier zu brettern. Ganz, ganz viele Projekte auf dem Hof, die fertiggestellt werden müssen. Falls ihr das alles nicht verpassen wollt, gerne Kanal kostenlos abonnieren. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von dem Sanayi haltet und von diesem Lackierer-Türken. Geiler Typ. Liebe Grüße gehen raus. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.